So, da sind wir wieder. Stimmt, wir sind genau hier. Und wir müssen aufpassen, denn da sind noch mehr Roboter, also Androiden. Ich nehme Androiden. Das habe ich schon letztens gesehen. Und wir müssen unglaublich vorsichtig sein. Warte, warte, warte. Nee. Okay. Okay, das ist cool. So, wo sind wir überhaupt? Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Sind wir? Ach ne, wir sind wieder zurückgekommen. Upsi. Einfach mal direkt runter. Upsalalalala. Ich wollte nur kurz gucken, wo ist da, oder? Sind wir da? Ich weiß nicht. So. Muss jetzt vorsichtig sein. Oder sind wir von dort gekommen? Ich weiß nicht. Egal. Ich sehe die noch nicht. Ja. Ja, wo ist jetzt? Ah. Da. Kommt näher. Aber wir versuchen mal vorsichtig zu sein. Wo muss ich denn überhaupt hin? Kontaktieren Sie. Ist das denn hier? Ich war mal gerade. Gehe mal hier rum. Vorsicht ist geboten. Kommen wir hier drunter? Ja. Schnell hier rüber. So, jetzt sind wir hier. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Da ist der Typ, ne? Ja. Ja, der geht weg. Und hier kann ich rein, sehr gut. Was ist hier? Okay. Jetzt wird es gerade ein bisschen kompliziert. Wo lang muss ich? Oh, wollte schon sagen. Ich so, woher kommt das? Woher kommt das, dachte ich mir in dem Moment. Diese Person hier hin. Ich schaue mich erstmal nach oben. Ja. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Androide? Ich weiß noch nicht so ganz. Okay, hier. Aufnahme gespeichert. Oh. Ja, ich finde Samuels Kommunikation. Sorry, Alter. Ich bin gerade so eingespannt. Da ist jemand. Ein Android, der ist hier kaputt. Uiuiui. Wow! Was? Oh, A drücken, A drücken, A drücken. Tja.
Dein Ernst? Junge. Nein. Schnell rüber. Alter. Junge, hat der mich erschreckt. So, wo lang muss ich da irgendwie rein, ne? So, das war gerade sehr, sehr knapp. Okay, da ist so eine Art Tunnel wieder. Schon mal gut. Deswegen. Ist das Spiel ein bisschen laut? Minimal. Und dann können wir hier die Verbindung wieder aktivieren. Nur wo? Da. Bewegen Sie die markierten Ventile mit LS. Besteht sie mit A. Was bewegen? Was soll ich tun? Ich weiß. Hä? Na. Da. Jetzt noch in der Mitte hier. So, okay, ich muss einfach nur das Richtige treffen. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schalter aktiviert ist. Weißt du was? Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiviert ist. Was? Wo ist denn der aktiviert? Ich verstehe es gerade nicht. Schaltkreis? Nee. Aber welcher Schaltkreis soll es sein? Der. Okay. Oh! Jetzt verstehe ich's. Man muss die scheiß Tasten drücken. Jetzt habe ich verstanden. Richten Sie die Ventile. Was? Also das jetzt mit ich mache? Nee. Hat dir alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seixen hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Sorry. So. Oh nein. Flüchten Sie zurück. Oh Gott. Nein, nein, nein. Sorry, wenn ich gerade... Ich will nur gerade mein Tablet bereitstellen, damit ich auch den Chat sehe. Oh, und ich sehe direkt, wir müssen flüchten. Und Alarm geht los. Alarm, Alarm. So. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Siegsmitarbeiter. So, wo lang muss ich? Wo lang muss ich? Scheiße. Scheiße in der Tat. Nein! Ui, 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 ui. Scheiße. Scheiße, Alter. Was mach ich jetzt? Sie sind hier. Nein!
Schnell raus. DNA-Unterbrechung aktiviert. Warte, wo lang? Wo lang? Da haben wir komplett wieder zurück. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh gut. Ui, Alter, ich bin gerade so nervös, das glaubt ihr nicht, ne? Ich sprint einfach durch. Und wenn jetzt noch das Alien kommt. Huh! Entkommen sie aus einem Kampf mit Androiden ohne Schaden zu nehmen. Ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. Alter. Ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. Nein, Junge, ich scheiß drauf, Alter. Was? Junge, willst du mich verarschen? Wo lang? Alle Besucher müssen sich an der Rezeption melden. Na, Controller. Schnell rein. Ah. Schnell hoch. Oh. Was ist das hier? Die sind dort. Nur kann ich hier überhaupt weiter? Geht's überhaupt weiter? Vielleicht. Oh Gott, der Controller spinnt gerade. Wieder aufnehmen. So, mehr geht's nicht. B, die kommen jetzt hier hin, ne? Fuck, ich geh mal hier hin. Ich geh hier rein, fuck it. Könnt nicht hier hinkommen. Nein, die sind sogar hier. Ja. Alter. Sie geht. Sehr gut. Boah, Junge. Ich will nur, dass sie ein bisschen weiter weggehen. Bitte geht einfach weiter. Als ob der jetzt wieder... Der kommt wieder hier hin. Beide sogar. Einer ist im Cockpit. So, flüchten Sie durch Sexton's Communications. Jetzt mal hier. Bleiben wir jetzt für immer hier? Oder laufen die Rote einfach immer wieder ab? Ich glaube, die bleiben jetzt ein bisschen länger hier, ne? Scheiße. Ne, die sind weg. Schnell. Tür zu, Mann. Ja. Sehr gut. Auf Terminal zugreifen. Torrance ruft. Diane Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit. Ja. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Ist was? Ich dachte, hier geht's weiter. Scheiße. Sebastian Link, Alter. Okay. Ich höre mir nochmal die anderen Sachen an. Ihr wisst gar nicht, wie nervös ich bin. Colonial Marshall auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Von rechts? Ich weiß gar nicht, von wo es kommt.
Verdammt. Es könnte von hier kommen. Ich weiß ja nicht von wo. Deswegen gehe ich mal kurz zehn machen. Greifen Sie auf 10 verschiedene Neuverkabelungen. Okay, ja. Okay, nee, das ist schon aktiv alles, oder? Ich muss runter, ne? Ich muss da runter irgendwie. Ja, ich sehe den Typen halt. Ja, ich muss runter und dann. Ja, warte, wo war nochmal da? Da. So, langsam aber sicher runter. Ich mache, wenn ich langsam durchgehe, aber holy shit, bin ich überfordert gerade. So, ich muss links durch. Hier. So. Und hab's schon mal geschafft. Okay. Ich hab's schon mal geschafft. Oh. Aber ich bin noch nicht komplett weg. So, wir müssen jetzt weiter. Warte. Ja, doch, weiter, ne? Bitte kein Jumpscare. Oh, ich höre was. Ich glaube, der Alien ist hier. Stimmt, der Alien war ja hier, ne? Oh nein. Okay. Wow, schnell. Alien ist hier. Der ist sehr schnell. Ach du Scheiße. Gibt's nichts nirgendwo zum. Gibt's keinen Ort zum Speichern? War hier nicht der Speicherpunkt? Fuck. Ich habe den Speicherpunkt verpasst. Ich muss geradeaus weiter. Der ist hier. Ja, der ist in der Kanalisation. In den Lüftungsschächten. 100 Pro. Ja. Ja, der ist da. Verdammt. Fuck. Ich trau mich nicht weiter, ne? Der ist halt über mir. Ja. Wenn jetzt hier rauskommt, habe ich die Arschkarte. Ach du Scheiße. Bitte geh. Geht, ne? Ne, der geht noch nicht komplett, der kommt zurück. Als ob der jetzt durch diese. Entweder dort oder hier. Wenn es durch diese Lüftung kommt, bin ich am Arsch. Geh mal langsam. Ich gehe sehr langsam. Oh, er ist schnell. Er ist schnell wieder. Geradeaus. Das ist ein Android. Okay. Fuck. Junge, ich muss jetzt auf mehrere Gegner achten. Ist das euer Ernst? Moin! Hallo Daniel, the German guy. Wie geht's? Ich versuche gerade langsam und sicher voranzukommen. Ich weiß, dass ich gejagt werde. Gut, gut, freut mich sehr, mein Freund. Ich versuche gerade die Nerven zusammenzubehalten, wenn ich ehrlich bin. Moment, habe ich hier einen Speicherpunkt jetzt? Doch, speichern. Perfekt. Entspannt. Ich bin überhaupt nicht entspannt, sorry. Ich bin normalerweise nicht so ein Typ für, welche Schwierigkeit? Anfänger, glaube ich, weil ich habe das Spiel damals gespielt gehabt.
und kam einfach nicht mehr weiter. Weil einfach ich immer in der Sackgasse steckt wurde und der Typ, das Monster mich immer getötet hat. Ja, ich weiß. Ich weiß. Weil ich bin halt damals immer gestorben. Hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil es... Weißt du? Sorry, ich bin wirklich auf Achse. Also will ich das. Also was? Warte, ich muss erstmal darauf klarkommen, von wo der ist. Ich muss jetzt komplett rechts durchlaufen. Also, nein. Junge, chill bitte. Junge, chill bitte. Ja, aber beim ersten Mal kam ich kaum weit. Fast gar nicht. Oh Jesus, ja, oh Jesus. Ich wurde halt immer getötet. Ich glaube, ich bin jetzt schon weiter als vorher. So. Geht hier durch? Nee. Muss ich jetzt ernsthaft hier, oder? Nee. Flüchten Sie zurück durch Sie... Oh, muss ich auf eine andere Etage? Tatsache. Stimmt, wie komme ich jetzt runter? Wie komme ich jetzt noch... Nee, ich muss hoch, glaube ich, ne? Ich muss jetzt irgendwie die Etage wechseln. Ist der Horror, war ja, hab das erste Mal direkt auch schwer. Oh, Junge, ich wünsche, ich wäre so mutig wie du. Leider bin ich eine Pussy. Aber ich schäme mich nicht. Der Überlebensinstinkt ist das bei mir. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Komm ich hier runter? Wenn ich, also das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie man hier runterkommt. Ich muss anscheinend runter, aber ich weiß nicht wie. Dixon's Communications. Muss ich... Ne, hier geht's ja nicht. Ich muss ja wahrscheinlich hier dann runter, ne? Oder? Sonst bin ich auch richtig schlecht, aber ich brauche den totalen Horrorkick. Das ist geil. Oh, ich mag Horrorspiele wegen der Atmosphäre, aber ich bin nicht mutig. Muss ich ganz ehrlich sagen, du. Ich bin echt eine Pussy. Auf Anfänger kannst du eigentlich nicht sterben. Ja. Ich bin schon gestorben. Keine Sorge, du kennst mich noch nicht. Ich bin schon ein, zwei Mal, glaube ich, gestorben bis jetzt. Junge. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier runterkomme. Sicherheitsüberwachung. Es geht nicht um Mut, es geht um Taktik. Ruhe bewahren ist das Wichtigste. Gut, dass ich nichts, weder Ruhe bewahren kann noch Taktik habe. Alter. Junge. Mein Herz. Ich sag's dir, ich sterbe an einem Herzinfarkt, bevor ich das Spiel durchspiele. So, irgendwie muss ich jetzt runter, ne? Ich weiß nur nicht wie. Oder hoch, je nachdem. Weil wenn du keine Ruhe bewahren kannst, verpasst du wichtige Sachen. Ja, wahrscheinlich habe ich das schon. Ja. Junge. Bin ich jetzt hier richtig, bitte? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Reinzoomen. Okay. Von wo? Oh, Junge. Sorry, wenn ich langsam spiele, aber... Sie kennen mich. Ich glaube genau... Oh Gott, ich glaube, immer hier bin ich gestorben. Ich glaube es. Bin mir nicht sicher, ich glaube, ich bin hier gestorben. Also zumindest keine Panik. Ich gebe mein Bestes, ich schwöre, ich gebe mein Bestes, aber ich kann nichts versprechen. Auch mit der Wille zählt auch. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixen Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir
müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde Ionenschneider benötigt, okay. Okay. Ja, ich gebe mein Bestes. Kann ich eigentlich Androiden töten? Mit meiner Waffe hier? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ja! Oh mein Gott, warum antworten wir nicht mehr? Hallo? Okay. Dann gebe ich mein Bestes. Aber ich sollte mich mal erstmal heilen, ne? Mit dem Hammer aber schwierig. So, warte mal kurz. Medkit. So. Medkit 2. Nein, oder? Junge, chill. Menschen sind einfacher mit dem Hammer zu überlisten. Die Roboter haben halt gute HP. Okay. Ich nehme erstmal Medkit. Gut. Okay, der ist weg, lol. Ne, der ist nicht weg, der ist dort. Upsi. Was? Junge. Ich krieg Panikattacken gleich, ne? Jetzt muss ich. Ich gehe mal außen lang. Oder könnt mich dort sehen, scheiße. Ich gehe mal noch weiter außen lang. Ich dachte, der bleibt dort. Aber hey. Schon mal gut zu wissen, dass er nicht dort bleibt. Was ist ganz, ja, ganz wichtig, wenn du gegen Roboter kämpfst, ist das Helpful am besten, sonst hört er dich. Ja. Ist dort, ne? Was ich aber noch nicht verstehe. Oh Junge, ich dachte, er hat mich gesehen. Oh, kann ich hier antworten? Was die ganzen Lüftungen, die man umstellen kann, bedeuten. Wo kam das? Ja, ich höre. Du kannst mir gerne ein paar Tipps geben. Hier zum Beispiel, genau das hier. Der wird mich hier, glaube ich, sehen. Oder Controller? Nein! Er hat mich gesehen, scheiße. Scheiße. Warte, wo lang, wo lang, wo lang? Hier geht's runter. Shit, 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 shit. Nein. Nein! Deine Mutter! Deine Mutter! Deine Mutter! Ich spreche jetzt los! Ah! Gut, dass sie mich nicht erwischt hat. Oh mein Gott. Wir sprinten jetzt. Fargate, Fargate, Fargate. Ich werde sie einfangen. Weh, die können sprinten. Was ein Glück. Ja. Was ein Glück. In der Tat. Sprinten, sprinten, sprinten. Okay, gut. Gut, wir haben schon mal weiter geschafft. Dann gehen wir mal hier hin. Oh mein Gott, ja. Wir haben es geschafft. Was ein Glück, könnten die nicht. Können die nicht was? Mich, ach, nicht sprinten, genau. Uiuiui. Mein Herz ist für sowas überhaupt nicht gemacht. Aber doch spiele ich gerne Horrorspiele. Nehmen Sie den Transit zum Skimturm. Nein, oder? Wow! Controller! Controller! Nicht Spinnen-Controller, bitte nicht Spinnen-Controller. Mein Controller spinnt gerade ein bisschen, oder eher gesagt, die Bluetooth-Verbindung. Ich habe nur gesehen, dass da eine Lüftung war. Hi! Hi, Claire! Na, wie geht's? Der ist hier oben. Ja, der ist hier oben. Die können aber schnell gehen, was schon angsteinflößend ist. Haha. Ach, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass sie doch schnell sein können. Oh. Wo, Alter?
Na, schade, ich bin müde und traurig. Und du? Hallo, Daniel. Oh, du bist traurig. Wieso? Müde kann ich verstehen, aber traurig? Wieso? Wenn wir jetzt runtergehen. Oh Gott, ich muss aufpassen. Die können ja überall herkommen. Ja. Ich meine, mein neuer Job ist giftig. Ich bin seit 2 Tagen dort und habe schon ein Problem damit. Google, alles gut. Toxisch also. Warum ist das denn so toxisch? Erzähl mir. Sind die so schlimm? Du musst runter, ja. Ich suche gerade die Treppe. Ich weiß nicht runter, was ich suche, nur gerade die Treppe. Die sind aber auf der. Die Treppe ist aber auf der. Oh ne, da ist die Treppe, oder? Ne. Ja, hier ist eine Treppe. So, das ist eine sehr lange Story. Ich höre gerne zu. Ich habe Angst, dass er auftaucht. Oh! Ich wusste es. Alter, hast du mich erschreckt. Und das Alien ist auf deinen Fersen. Ja, ich weiß. Deswegen will ich leise sein. Alter, ich habe mich erschreckt. Oh. Ich habe mich sehr erschreckt. Ich habe Angst, dass sie irgendwo raus kann. Ich weiß noch nicht, wo. Oh. Ausweiskarte. Sammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Sixen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen. Warte. Da, okay. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch Ich weiß. gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich weiß, dass der Tracker zeigt. Nur manchmal suche ich halt nach der Strecke, so wo genau ich hin muss. Ich öffne halt sehr gern die Karte, wenn ich ehrlich bin. So, ich muss jetzt nach rechts. Ich spaziere, also ich schleiche nur, weil ich habe Angst. Angst vor dem Alien. Oh. Oh. Du brauchst doch immer nur kurz Pause. Und zwar. Ja, hey, ja. Nicht dir ehrlich sein. Gesetz ist so eingerichtet, dass sie jederzeit entlassen werden können. Ich rufe zu, wenn ich Leute an, die ständig wütend sind, weil sie für Geld belästigt werden. Oh. Junge, what the fuck? Oh Gott, du musst dann Sachen verkaufen wahrscheinlich, ne? Oh. Junge, warum sind die alle hier auf einmal? Denn Simon Taylor befindet sich in der. Geht mal bitte weg, ja? Du brauchst nun. Ja, ich brauch halt wirklich. Sei aber nicht so ehrlich, ja? Ich muss halt mich konzentrieren. Hoffentlich bin ich jetzt hier richtig. Schlimm sowas. Ja, ist halt echt schlimm. Ich bin jetzt bei mir in der neuen Firma und die ist ziemlich cool, aber auch ein bisschen stressig, weil hier, wie heißt das? Anforderungen sehr hoch sind in der IT. Und ja, jetzt bin ich ja neu dort, habe jetzt mein neues Testprojekt am Laufen. Und das. Oh. Eine komplette Infrastruktur bauen wird schon lustig. Wie lange bist du jetzt? Falsche Richtung. So. Halte Stelle für Solomons Galerie. Geradeaus, okay. Oh, Junge. Oh, Junge, was? Junge, der ist hier. Der ist hier irgendwo. Wieso geht die Tür nicht auf?
schätze mal hier lang, ne? Ja. Oh, der Spaß geht erst auch richtig los. Oh nein. Ja. Junge. Junge. Kann ich mich irgendwo verstecken? Ja, Junge, ist das hier die Deutsche Bahn? Nein, oder? Kommt jetzt gerade die Treppe runter? Nein, der kommt dort. Der wartet dort genau. Ne, jetzt weg. Halt die Scheiße auf. Schnell. Oh Gott, ja. Nicht verstecken, bewegen, Mann. Ich geb doch mein Bestes. Warte, ich geb doch mein Bestes. Was kann ich sagen? Alle Leute sagen mir, ja, mir ist richtig. Na, Eck. Geh, das ist schrecklich. Ich habe eine Woche versucht. Geht doch, ja. Dachte ich einfach. Ich weiß nicht, ob Eclair deine richtige Namen ist, aber ich nenne dich mal Eclair jetzt, ne? Eclair. Das Wichtigste ist doch, dass du glücklich bist. Ah jo, oh warte. Ripley, Taylor ist hier drin. Für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ripley? Oh, du hast überlebt. Ripley? Ja, ich bin's. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. What the fuck? Ich will eigentlich dir ein paar Tipps geben, erklären, aber ich kriege jetzt Angst. Wer gibt mir Tipps? Ja, warte. Das Wichtigste aber wirklich, dass du glücklich bist, Eclair. Ich mag das Spiel, aber im Spiel finde ich die Roboter beängstiger als Aliens. Ja, das auch. Das ist wirklich so. Transitsystem wurde abgeschaltet. Ja, das ist beschissen jetzt. Ich muss jetzt wahrscheinlich darüber. Aber das Wichtigste, Eclair, ist, dass du glücklich bist, weil ich habe an einer alten Stelle gearbeitet, die war scheiße. Die hat mich depressiv gemacht. Hat die Ansage doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber wenn ich Angst habe, kann ich nicht klar denken. What the fuck? Sie, hey, Sie, brauchen Sie Hilfe? Ja. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Warte, Junge, alle reden. Ich will doch mit dir reden, erklär. Ich kann nicht reden, weil... Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ah, oh, perfekt. Ich habe in einer alten Stelle gearbeitet, die mich unglücklich gemacht hat. Und... Es kamen immer zu Reibungen, die waren richtig scheiße, die haben mir nicht geholfen. Und immer mal gab es ein großes Problem, wo ich meine Hilfe angeboten habe, aber der Chef überfordert war. Und der hat dann so getan, als ob ich nicht helfen wollte. Weil er einfach nichts geschissen hat. Also nicht, die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Weil er nicht ein guter Chef war und hat mich dann einfach entlassen. Aber glaub mir, als ich entlassen habe, war es so gut. Es hat so gut angefühlt, mal aus einer toxischen Firma weg zu sein. Ich bin so glücklich. Ich habe noch keine schlechte Bewertung gegeben, erst wenn ich halt bei der neuen Firma jetzt angekommen bin. Also gut angekommen bin und da auch fest bin. Was ich jetzt auch wahrscheinlich bald werde, weil ich jetzt mein Zertifikat geschafft habe. Aber glaub mir, Claire, manchmal ist es besser, wegzugehen, weil einfach... Du kannst das Geld verdienen, aber trotzdem wirst du nicht glücklich. So, ich muss Arbeit suchen. Das ist alles. Bessere Arbeit. Ja! Auf jeden Fall. Alter, warte mal kurz. Streamlabs scrollt nicht weiter. Ja, du musst such definitiv Arbeit. Nie warten, direkt Arbeit suchen. Ja, warte. Blendgranate. Okay, ne.
Es ist immer wichtig, was als Sicherheit zu haben. Auf jeden Fall, und du musst dich gut verkaufen. Ja. Glaub mir, du kannst auch lügen oder einfach charismatisch sein und die werden dir das abkaufen. Wenn du einfach nur wirklich überzeugend bist. Du kannst sagen, ja, ich bin scheiße, aber ne? Ich will trotzdem hier arbeiten und das gut rüberbringst und würde ich auch übernehmen. Sonst kann ich mir einige Stellen bei mir nicht erklären. Ja, dann. Ich weiß. Ich arbeite hart, aber nur, wenn ich mich gut fühle. Ja, ich sag ja nur, man wird schnell auf dem Arbeitsmarkt beschissen, weißt du. Ja. Der Arbeitsmarkt, also ich hab halt ein bisschen gute Karten, weil ich in der IT arbeite. Jo. Ich arbeite in der IT, was halt relativ für mich praktisch ist. Ich lerne jetzt auch alles in der, für die Cloud. Aber, also für die Cloud, also nicht Programmieren, aber Cloud Development halt. Entwicklung. Und, hab jetzt auch eine gute Stelle gefunden, die mir halt auch hilft. Und halt mich weiterentwickeln lässt. Und ja, am besten immer halt Firmen finden, die halt auch wirklich sich um dich kümmern. Weil ich dachte immer, oh nee, alle Firmen wollen dich nur abzocken, die wollen nur, dass du arbeitest wie ein Esel und dann halt, ne? Wirst du unglücklich. Aber nee, du hast manchmal auch Stellen, die sich um dich kümmern. Du hast manchmal wirklich Stellen, wo die sagen, yo, wir wollen, dass du was lernst. Wir wollen auch, dass du bei uns nützlich wirst und dann auch gut ankommen wirst. Und das Geile ist, wir haben noch zwar keine Gewerkschaft, weil die Firma noch am Wachsen ist. Die ist zwar nicht klein, aber die will noch mehr wachsen. Aber IG Metall ist gerade bei uns um die Ecke und will Einfluss jetzt dort haben. Und wenn ich bei IG Metall wäre, ich würde für immer in Ruhe schlafen können, weil IG Metall ist so eine gute Gewerkschaft. Elektriker für Energie und Gebäudetechnik. Damn! Du? Daniel, du? Das ist ja krass. Ich versuche jetzt anders zu sehen. Ich entwickle Fähigkeiten. Genau. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Hallo? Hört man auch nur selten, ne? Aber ich bin auch. Ich muss auch fairerweise sagen, ich bin in meiner Bubble. Ich bin größtenteils in meiner IT-Bubble. Speichern. Aber ich habe auch andere Zweige, die ich halt kenne. Sehr viele Leute, die im Sozialen arbeiten. Oh, hallo. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Okay, Mollys Büro finden. Okay, ja, alle gehen nicht IT. Wir haben schon Fachkräftemangel. Das Problem ist halt, der Fachkräftemangel ist aber auch künstlich erstellt worden, denn die meisten Firmen suchen nur IT-Mitarbeiter, die alles können gefühlt. Die suchen nie Anfänger. Niemand will wirklich weiterentwickeln lassen oder weiterbilden. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwer in der IT momentan. Und alle gehen zum... Ach hier, kaum Handwerk, ja, aber ich habe auch gehört, ich kenne jetzt niemanden, der im Handwerk arbeitet persönlich, aber was ich halt mitbekommen ist, dass der Handwerk auch sehr undankbar ist als Job. Vor allem auch in der Ausbildung. So. Bisschen Maloche und gut Grips. Ja, aber wenn du halt dann zum Beispiel eine eigene Firma hast oder einen eigenen Betrieb, kann Handwerk so richtig gut sein. Aber Elektriker verdienen auch generell, glaube ich, irgendwann sehr gut. Okay, hier gibt's nichts. So habe ich es nur mitbekommen. Weil, ne? Dass es einen Mangel davon gibt. Und es ist halt praktisch dann für... Hallo? Für diejenigen, die dann schon welche sind, ne? Es geht. Ha, Büro ist ein Wort, das ist schneller in my head than Office oder Iroda. Ich finde es witzig. Was? Iroda? Also das ist schon so, dass der Azubi viele Rechte hat. Okay. Kopf. In my head, Office oder Kopf. Also ich sag mal so, ich arbeite sehr viel auch im Homeoffice momentan.
Homeoffice ist geil. Ursuchen? Homeoffice ist sehr geil, weil du einfach weniger Stress hast. Ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt zur Arbeit muss, 1,5 Stunden fahren. 1 Stunde 30 Minuten muss ich dann zur Arbeit. Das ist scheiße. Ist halt scheiße, ne? Wenn ich halt zu Hause bin, kann ich mir sehr viel Zeit sparen. Oh, da ist was. Ah, zum Verstecken. Viel mehr als früher. Engländer? Iroda, warte. Hey. Ha, Büro ist ein Wort, das ist schneller in meinem Kopf als Office oder Iroda. Ja. Ja, Ungarn. Unbedingt Budapest will ich sehen, unbedingt. Wahnsinn, ja. I'm Mr. Worldwide, nein. Aber ja, ich kenne schon einige aus Europa jetzt schon, das freut mich. Woher deine Deutschkenntnisse? Die ist halt sehr fleißig, ne? Alte? Die ist halt auch sehr schlau. Deutsch ist keine einfache Sprache. Ich muss jetzt da lang, schätze ich mal, ne? Ja. Gehen wir mal hier rüber und speichern wieder direkt. Aber ich habe auch gehört, dass viele Ungarner auch generell Deutsch können wegen Geschichte, ne? Bin ich im Kreis gelaufen? Wegen Österreich-Ungarn. Deswegen ist das nicht mal... Ah, scheiße. Deswegen ist das nicht mal selten, dass Ungarner Deutsch sprechen können. Ich glaube, 10% können fließend Deutsch als Muttersprache. Nicht nur Muttersprache, sondern generell. Oh, Notfallbrücke. Oh. Ah, hier. Wann ich Schülerin bin. Ich habe Deutsch gelernt. Aber ich bin schlecht. Ich habe es nicht für 16 Jahre. 16 Jahre hast du kein Deutsch mehr gesprochen. Das ist schon krass. Aber du kannst trotzdem noch... Du kannst aber trotzdem noch sehr gut Deutsch, wenn du schon seit, keine Ahnung, wie alt du jetzt bist, dass du immer noch so gut Deutsch sprechen kannst. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Ja, es will ich beeindrucken. Vor allem, wie viele Leute triffst du aus dem Ausland, die Deutsch sprechen können? Das ist halt selten. Die meisten lernen halt nur Englisch. Oder Spanisch. Das ist der falsche Weg. Ja, ich weiß, dass es der falsche Weg ist. Ich will ja trotzdem immer alles sehen. Da, siehst du? Ich will nur alles erkunden. Ah, okay. Ja, das stimmt. Vor allem Amerikaner. Weißt du, wie schade es ist? Warte, erstmal. Ich habe Google auch, wann ich möchte, einen längeren Satz. Ja, das. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Deutsche Sätze können. Alter, wie ekelhaft das hier aussieht. Upsala. Längere Sätze können im Deutschen sehr schwierig sein, ja. Und ja, ich weiß. Vor allem in Amerika. Wie viele Deutsche sich jetzt weigern. Ach, wie viele Deutsche? Wie viele Amerikaner sich damals geweigert haben, Deutsch zu lernen? Weiter zu sprechen. Oh Gott. Leuchtfackel, nice. Wegen dem, ne? Ihr wisst schon. 19:45 Uhr. Was schade ist eigentlich. Stell dir auch schon mal vor, alle Amerikaner hätten Deutsch gesprochen. Weißt du, wie geil das wäre? Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Da müssen wir für die nicht Englisch lernen. Der Korridor, okay. Das war's. Erstmal mache ich das hier auf. Nee, ich bin genau hier immer gestorben. Jetzt erinnere ich mich. Ich bin immer hier gestorben. Deswegen habe ich auch das Spiel abgebrochen. Ja, genau. Weil man ist hier in der Sackgasse. Genau. Und der war die ganze Zeit dort. Ich komme nicht weiter.
Ich erinnere mich jetzt. Ah, ja, genau. So, was hier alles? Oh, das wird jetzt nervig. Das wird jetzt sehr, sehr nervig. Noch nicht, warte. Erstmal Medkit. Aber es ist schön, dass, dass du auch Deutsch sprichst und dich dir Mühe gibst. Das freut mich echt. Meme, ich finde es komisch. Deutsch ist eine Sprache. Die Dinge bleiben in der Vergangenheit so. Zukunft ist auch da. Ja. Ja. Aber. Ja, aber Vergangenheit ist manchmal auch wichtig. Nur das Problem ist halt, wenn die meisten, ne? Was sagen gerne die Amerikaner? Hätten wir euch nicht geholfen, hätte ganz Europa Deutsch gesprochen. Vielleicht wäre es schön, wenn alle Deutsch gesprochen wären, aber durch andere Wege. Nicht durch Gewalt, sondern durch Diplomatie oder Kultur. Aber das wäre halt, ist ja auf jeden Fall interessant, die andere Richtung sehen zu können. Was wäre passiert, wenn? Genau, das finde ich auch interessant. Das finde ich halt auch sehr interessant. Aber das ist so eine Art Lore-Geschichte, wenn man sich so YouTube-Lores anguckt, weißt du? Das war ein feuchter Furz. Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantien. Nachschub und Nachschub. Uns geht der Vorrat aus und noch dazu scheint Kuhlmann das Zeug wie Sichtigkeit zu verteilen. Den Logs nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen. Je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Kuhlmann reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Fehler. Der Chill, warte. 1702. Kann jemand 1702 schreiben, bitte? Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Oder ich mach das schon. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Okay. So, ist hier aber noch eine Karte? Da, der wollte schon sagen. Ne? Ist hier noch eine Karte versteckt? Ich kann keine Karte. Für Schlüsselkarte. Er muss jetzt hier sein? Ich bin gerade verwirrt, weil ich habe jetzt den Code gefunden. Aber Schlüsselkarte heißt ja, dass ich ein Item brauche, ne? Nee. Ja, ich weiß jetzt auch, was passiert. Genau hier habe ich abgebrochen. Weil ich hier nicht mehr weiterkam. Daniel, ist hier die Schlüsselkarte? Müsste doch sein, ne? Ich weiß auch, was gleich hier kommt. Nein? Die muss dann woanders sein. Ach, da, Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Okay.